VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services. Marcel, geglücktes Heimdebüt in der Osthab Arena, 2:1. Ich glaube, besser kann ein erstes Heimspiel nicht laufen, oder? Ergebnistechnisch. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten uns vorgenommen, heute zu gewinnen. Wir haben die 3 Punkte hier zu lassen. Und war noch wieder auf Wiedergutmachen bedacht nach dem Ergebnis oder der Leistung von letzter Woche. Und ich denke, das haben wir geschafft. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und das Spiel im Griff gehabt auch. Und dann den Gegner wieder rankommen lassen, leider, durch diesen blöden Standard. Das wussten wir, konnten leider nicht verteidigen, aber im Endeffekt zählen die 3 Punkte und jetzt geht's nach Chemnitz. Ich denke, es sind ganz wichtige 3 Punkte heute gewesen, nach der unglücklichen Niederlage in Köln, und wir wollten unbedingt zu Hause gewinnen, und ich denke, das haben wir auf den Platz gebracht und haben die 1-2 Chancen nicht gemacht, sonst steht schon früher 2 oder 3-0 für uns, dann wäre das Spiel vielleicht früher gelaufen gewesen, aber am Ende zählt, dass wir die 3 Punkte haben und man sieht auf dem Platz wieder, wir haben eine Mannschaft, die unbedingt will und die Moral hat und die nie aufgibt. Kurzer Ausblick auf die englische Woche? Ja, wir versuchen maximale Punkte zu holen und wir fahren nicht nach Chemnitz, um dort die Punkte liegen zu lassen. Erstes Ziel ist, einen Punkt dort zu holen, und dann natürlich werden wir weiter auf den Dreier gehen. Und wir haben die letzten englischen Wochen von der Rückrunde haben wir im Schnitt, glaube ich, 10 Punkte geholt oder so, und das sollten wir diese Woche wieder schaffen. Ja, jetzt im Nachhinein, nachdem wir es nach dem 2-0 das 2-1 bekommen haben, war es vielleicht schon wichtig, ja. Können vorher schon eins machen, und hat es wirklich sehr, sehr schwer gemacht heute, aber dann haben wir die Möglichkeiten bekommen, haben sie dann genutzt, und jetzt sind wir froh, dass wir die 3 Punkte haben. Ja, liebe Medienvertreter, liebe Gäste unten im Sparkassenforum drüben im Goldboxen-Fan-Treff, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem ersten Heimspiel der Saison 17-18 gegen den Halleschen FC. Ich begrüße bei mir die beiden Trainer, unseren Gästecoach Rico Schmidt und VfR-Cheftrainer Peter Vollmann. Und wie immer, der Gast hat das erste Wort. Rico Schmidt, bitte. Ja, danke. Ja, ich muss sagen. Erstmal Glückwunsch, Peter, für den Sieg. Wunderschön, absolut verdient. Ihr habt von eurer Seite her, wart ihr geduldig und habt auf die Lücke gelauert und gewartet. Und wir haben den entscheidenden Fehler gemacht. Für uns ging es nicht so gut los. Tobias Schilk verletzt raus, kurz vor Start. Man musste mal umswitchen, Marvin nach hinten gezogen. Unser Umschaltspieler, habe ich mich dafür entschieden, ihn zurückzuziehen, dafür in Hiller reinzubringen auf der Außen. Und die erste Halbzeit stand gerade auch für uns im Fokus zu stehen. Kompakt zu stehen, diszipliniert zu stehen, wenig Möglichkeiten aus dem Spiel zulassen, aufmerksam zu sein, weil bekannt ist, dass Aalen ein starkes Umschaltspiel mit ihren Unterschiedsspielern Morris und Wickham haben, die Lücken zu schließen, und das ist uns in großen Teilen der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gelungen. Was uns ein bisschen abgegangen ist, ist dann der eigene Ballbesitz aus der Balleroberung nach vorne wegzuspielen, mit mehr Mut nach vorne wegzuspielen, auch den Gegner dort in Bedrängnis zu bringen. Insgesamt konnten wir unser Tor soweit verteidigen, außer bei Standards 2-3 Drucksituationen und einmal die Umschaltsituation, wo Morris dann dort auch die Möglichkeit hat, einzuschießen. Zweite Halbzeit ging ähnlich los, kurz Aufreger mit der 100% Chance, aber die hält uns im Spiel. Und dann hatten wir uns langsam befreit, auch mitgegeben, unsere Ballbesitzaktionen besser auszuspielen, eben auch zielgerichteter nach vorne wegzukommen. Und genau das ist dann leider auch passiert, dass wir dort in unserer Offensivaktion, Matthias, haben uns dort sehr, sehr gut durchgespielt, kommen nicht zum Abschluss. Und das muss ich mir jetzt auch nochmal ganz genau anschauen. Dann ist das, was Aalen auch wollte, dann in die offenen Räume reinzustechen. Und da fällt das 0-1, 0-2 aus dem eigenen Eckball von uns. Sind wir nicht gestaffelt genug. Das muss man einfach besser machen. Schlussendlich das auch dann zu löschen in der 1-gegen-1 Situation. Und dann sind wir Fesseln gelöst worden. Wir haben gewechselt. Dann haben wir Angriffsfußball gespielt, unsere Möglichkeiten gehabt. Petter wieder getroffen. Überragend, und hatten unsere Ausgleichschancen. Zu konstatieren ist, wir können nicht immer anfangen, wenn das Kind im Bund gefallen ist. Wir können das auch nicht auf den Brayton runterbrechen und sagen, jetzt bin ich am Brayton, jetzt läuft das Spiel anders. Wir müssen insgesamt auch einfach von der ersten bis zur letzten Sekunde auch wach sein, im
Defensivverhalten, aber auch im Offensivspiel, da noch mit mehr Mut zu agieren. Gerade in der ersten Halbzeit hätten wir das eine oder andere besser noch ausspielen können. Zu konstatieren ist, wir sind natürlich enttäuscht. Glückwunsch an allen. Verdienter Sieg unter Strich. Die zwei Tore besser gewesen. Wir hatten eben auch dank einer guten Torwartleistung vom Gegner, konnten wir das 2-2 nicht erzielen, obwohl wir unsere Möglichkeiten hatten. Jetzt geht es am Dienstag zu Hause gegen Karlsruhe im Derby. Da wird es ordentlich Druck auf dem Kessel und das Spiel mit der Rückschau, das wollen wir natürlich gewinnen. Danke, Nico Schmidt. Peter, das war heute eine in jeder Hinsicht schweißtreibende Angelegenheit, aber erfolgreiches Heimdebüt in der Ostarena. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, erstmal danke, Rico. Ja, ich glaube, man hat heute gesehen, grundsätzlich, wie schwer die Spiele zu gewinnen sind, wie viel Energie man eigentlich dafür braucht. Und Rico hat recht, ich denke, so in der ersten Halbzeit haben wir eine gute Ballbesitzzeit hinbekommen. Haben wir auch versucht, dann den Gegner in Bewegung von rechts nach links zu halten. Das sieht dann vielleicht schon mal so ein bisschen aus, dass wir nur nicht so richtig offen spielen, aber wir wollten einfach auf unsere Möglichkeiten warten. Das, was Rico gerade auch gesagt hat, wo entstehen Räume, wo können wir rein? Und es war in der ersten Halbzeit sehr, sehr schwierig, trotz guter Ballbesitzzeit, da die entsprechenden Lücken zu finden. Und ich denke, so mit diesem Ergebnis Halbzeit weil wir auch nicht so den richtigen, den letzten Schuss da hinbekommen haben, war das Ergebnis auch okay. Und nach der Halbzeit haben wir dann aber versucht, weiter daran zu arbeiten, diese Lücken zu finden. Das Spiel hat sich so ein bisschen hin und her gezogen, war aus meiner Sicht auch ausgeglichen dann. Und dann ging es dann letztendlich darum, wer irgendwo den richtigen Moment findet, dann mit 2, 3, 4 Pässen vom Tor zu kommen. Und das war bei uns so, da haben wir sehr konsequent gehandelt. Zwar hat der Olli in den einen Ball noch sehr gut pariert, und dann war es aber trotzdem so, dass wir dann aus der eigenen Abwehr raus mit 3, 4 Zügen dann vom Tor und sind in Führung gegangen, haben auch das 2-0 hinbekommen, obwohl es immer zwischendurch jede Standardsituation natürlich von Halle richtig gefährlich war. Und insofern haben wir dann das 2-0 gemacht und haben dann einfach zu schnell, da haben wir uns irgendwo nicht mehr so zurück ins Spiel gefunden, nicht mehr so die Ruhe gehabt, sondern haben den Gegner, weil er natürlich auch mit dem Rücken zur Wand stand, haben wir ihn einfach ins Spiel kommen lassen. Und da ist einfach zu schnell aus einer Standardsituation das 2-1 gefallen. Und ja, dann haben wir, ich sag mal so, mit allem, was dazu gehört, das nach Hause gekämpft. Das Spiel wurde immer länger, wir wurden auch immer müder. Und da müssen wir einfach froh sein, dass wir dies jetzt nach Hause gekämpft haben, obwohl, wie gesagt, da konnte immer noch eine Standardsituation reinrutschen. Ja, Manu war dann ein Spieler, der von uns gar nicht zu halten war, der sehr gut da versucht hat, im 1 gegen 1 sich durchzusetzen, gute Chancen gehabt hat. So, aber letztendlich haben wir dann mit einer guten Moral und einem guten Kampfgeist und mit auch ein bisschen Glück haben wir das dann verteidigt bekommen, haben die Zeit rumgekriegt. Und für uns ist natürlich wichtig, dass wir einfach nach der Niederlage in Köln jetzt hier 3 Punkte geholt haben. Insofern ist das immer so eine kleine Erleichterung, aber Entspannung nicht. Kommenden Mittwoch geht es direkt weiter. Und da wird das Spiel nicht einfacher werden. Danke. Danke, Peter. Damit ist Platz für eure Fragen. Bitte schön. Alle Wunschlos glücklich? Nein, eine Frage. Wollen Sie? Eine Frage an Rico Schmidt. Das Positive aus der ersten Halbzeit, ja, die Mannschaft hat kompakt gestanden. Kann man da von außen noch mehr Impulse geben, dass da mehr Mut reinkommt oder nicht? Oder war das gar nicht so gewollt, dass ihr mehr offensiv aktiv werdet, sondern erst so spät aufgewacht und ja, die Tore sind ja dann auch wieder gefallen, wie wir es schon kennen nach Konter, zum Beispiel im Heimspiel gegen Aalen letzte Saison. Ist das so eine Schablone auf diesen Spielen? Ja, Schablone, wenn ich, das kann man so sehen. Wie ich gesagt hatte, erste Halbzeit hatten wir unsere Aktionen, da haben wir zu viel geschlagen. Da hätten wir das eine oder andere besser ausspielen können und sollen. Und das gilt es halt jetzt auch in die nächsten Spiele mitzunehmen. Es ist immer wieder das Gleiche, wie es mein Kollege auch sagt, wo dann auch der Fehler, da musst du wach sein, musst du hinten dran, eng dran stehen.
Da musst du vorne in die Abschlussaktion kommen, auch diese Verantwortung hochzutragen. Das ist kein großer Rucksack. Zu wissen, jetzt, wenn ich die Aktion nicht zu Ende bringe, kann das bedrohlich werden, auch für meine Hinterleute. Und ich muss mir auch das 1:0 nochmal anschauen, wie wir dann auch in der Defensive oder im Rückraum stehen, ob wir das noch schlussendlich auch verteidigen können, weil wir sind ja in der Abschlussaktion. Und das gilt es halt mitzunehmen, schießen aus allen Rohren. Da kann ich immer mal und nochmal und nochmal und das muss man einfach mitnehmen in die nächste Partie gegen ihn. Nun hat Brain Manu am Ende noch etwas Wirbel gebracht. Ist das vielleicht so eine Sache, dass man den vielleicht mal schon ein bisschen eher reinwirft? Dann hat er keine Erfahrung, hatte die da. Das wissen wir, das macht es vielleicht auch aus. Ist das so eine Überlegung, vielleicht schon mal künftig, der Junge kann vielleicht mehr als 20 Minuten? Er hat gezeigt, dass er den Unterschied machen kann in der einen oder anderen Situation. Er hat ja dann dort den einen oder anderen Spieler auch Kopfzerbrechen gemacht. Da klappt auch nicht alles, wir können auch nicht alles auf den Brayton ablegen und dass, wenn er kommt oder wenn er spielt, dass das jetzt alles besser wird. Ja? Da gehören andere Jungs dazu, auch in unserer Offensive. Und wir wollen es jetzt nicht reinschreiben, wenn die jetzt öfter schon gefragt wurden, aber Fakt ist, dass er mit den Leistungen jetzt von letzter Woche auch heute in den 20, 25 Minuten deutlich nochmal auch für Druck gesorgt hat. Und das ist sicherlich auch dann eine Überlegung, den Junge mal eher zu bringen. Ja, hattest du noch eine Frage? Ah, das geklärt. Gut, dann sagen wir herzlichen Dank an beide Trainer mit dem Hinweis, dass nächste Woche aufgrund der englischen Woche keine Pressekonferenz stattfindet. Also, wenn, steht euch der Coach telefonisch zur Verfügung für eure Rückfragen. Danke, gute Heimreise an unsere Gäste aus Halle und toi 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 für den weiteren Saisonverlauf. Wir sehen uns dann wieder nächsten Samstag hier gegen Lotte. Dankeschön. VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services.